Moin ihr Haudegen, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Gnevni Zerstörer Rang 5 von den Russen oder Tier 5. Ist auch vollkommen egal, ist ja beides dasselbe. Bei den Russen, dienstgestellt 1938, ist glaube ich mit das modernste Schiff bisher, welches ich je von den Russen gefahren bin. Und ich glaube, das ist tatsächlich das modernste. 4 1er Rohre haben wir, 130 mm, Entschuldigung, 11,9 Kilometer Reichweite, modifiziert allerdings. 2 Drillings Torpedowerfer. Eine Reichweite von erstaunlichen 4 Kilometern und das wird auch nicht mehr. Das ist schon modifiziert, aber es wird halt nicht mehr. Die einzige Modifikation, die es dafür noch gibt, ist die Reisegeschwindigkeit von 64 auf 65 Knoten zu erhöhen. Reisegeschwindigkeit klingt auch nett. Und wir fahren maximal 38 Knoten, aber auch nur, wenn nichts dazwischen kommt. Und ich fahre mal mit dem anderen Zerstörer hier mit. Wir sollten ja jetzt mal eine Weile unentdeckt bleiben. Na, das ist in der nächste. 11,9, ich könnte schießen, aber er dreht ab. Ist zwar ziemlich schnell, wie man anhand seines Rauches sieht, aus dem Schornstein. Und der Rauchwolke, die er gelegt hat. So. Wo fliegen die hin? Nicht zu mir. Ich will erstmal unentdeckt bleiben. Und da sehe ich auch schon einiges. Aber ich fahre jetzt erstmal mit dem Kollegen mit hier, Goofy Killer. Die sind in der Flotte. Das ist ja unser anderer Kollege da. Ja, was soll man zu dem Ding sagen? Ist halt schwierig, ne? Ich habe zwar einmal einen versenkt, aber. Oder zwei, dreimal, aber da musste er wirklich sehr, sehr nah ran. Und der war auch alleine und ich musste den umkreisen wie blöder. Das war auch nicht so einfach, weil natürlich die. Sekundärgeschütze die ganze Zeit auf mich gefeuert haben, kann man aber auch vorbei. Kann ich das ja gleich festlegen. Das sieht auch nicht gut aus hier, finde ich. Eigentlich ist das eine ziemlich blöde Position. Gut, wir sind noch nicht entdeckt, das ist in Ordnung, aber das wird ja wohl noch kommen. Ich versuche einfach mit dem mitzufahren. Keine Ahnung, ob das so schlau ist, wahrscheinlich ist es das überhaupt nicht, aber. Ich kann mir fast vorstellen, was er versucht. Vielleicht versucht er, den gegnerischen Flugzeugträger aufzudecken. Guckt euch das an, das ist ja richtig voll da. Ich weiß nicht, was er da versucht. Ich glaube, er will drehen. Ich habe auch einen leichten Ruckler hier. Ich habe schon eine ganze Weile jetzt mit Kaiser Franz gespielt und wahrscheinlich liegt es daran. Das ist natürlich scheiße. Es tut mir leid, aber. Ich kann es jetzt leider erstmal nicht ändern. Das Blöde ist, dass er halt wie gesagt eine Mitsuki fährt und ich halt eben nicht. Das heißt, ich würde entdeckt werden, während er noch nicht entdeckt wird. Maschinenboost aktiviert. Also versuche hier so schnell wie möglich ranzukommen. Und gleich wieder abzudrehen. Aber das Problem ist halt, dass ich ziemlich nah ran muss. Wirklich unheimlich nah ran muss. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Nebelwerfer gestartet. Ich muss raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Nebelwand gelegt. Entdeckt wurde hier ohnehin schon. Und man sieht auch, ich habe eine unheimlich lange Nachladezeit auf die verdammten Torpedos. Und er ist ausgewichen. Ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit. Ja, die sind abgestorben, die Torpedos. Das war also nicht so cool jetzt. Stattdessen kommen hier von woanders Torpedos. Von wo kommen sie? Shit, Alter. Was ist denn die Hose gemockert wegen dem? Er ist noch so verdammt nah und trotzdem kommt man nicht ran. Das ärgert mich eigentlich. Ich werde jetzt einfach so aufschießen.
und hoffe, dass ich nicht getroffen werde, aber ich wurde getroffen und ich muss zusehen, dass ich wegkomme. Oh Gott, ich muss so schnell weg hier. War auch nicht mein schlauster Einfall, aber ist egal. Ich will einfach weiter drauf feuern. Wir schwinden ja gleich hinter einer Insel. Den wird sich also irgendwer anders holen. Oh, der ist schon so gut wie weg. So gut wie weg. Ich hätte ihn gerade noch so in Reichweite. Chiefs Garten ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist weg. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Nee, das ist nicht weg. Aber ich will ihn wegmachen. Ich will ihn wirklich wegmachen. Das sieht nicht gut aus. Ein Treffer und er hat immer noch Leben. Du kleiner Hansi. Ja, ist natürlich ein schwieriges Ziel jetzt hier. Gerade wenn man so, wirklich so in Bedrängnis ist. Und trotzdem noch ran will, das ist natürlich die Gier jetzt. Scheiße, ich sollte mich verpissen. Das ist Gier, die tödlich ist. Hauptturm kritisch beschädigt. Problem gelöst. Einzige, was ich noch habe, ist abhauen. Und die Insel mitnehmen und sich ficken lassen. Das ist richtig beschissen. Dümmer kann man es nicht mehr machen. Das ist, wenn man gierig ist, nicht hinschaut, was man macht. Und erstmal schön eine Insel mitnimmt. Fahr doch mal, du Lappen. Erzähl mir nichts von dieser scheiß Insel hier. Fahr einfach weiter. Unterstützung ist ja auch nicht so angesagt. Das ist die Frage, wie viel kann man noch aushalten? Ich nicht mehr allzu viel. Ich werde also jetzt Schlängellinien fahren hier. So gut es geht. Die werden natürlich versuchen, mich zu killen. Das ist irgendwie logisch, ne? Zumal sie auch verdammt nah dran sind. Oh, ich habe schon wieder einen Treffer abbekommen. Dieser kleine Schwanz. Also ich bin auf jeden Fall immer noch in Reichweite. Das ist natürlich tierische Verschwendung jetzt, aber ich muss es mir gönnen hier. Fahre ich einmal rum und hau nochmal drauf. Habe ich mir echt verdient. Das habe ich mir echt verdient. Schnell einen Kill lacken. Komm, komm, komm. Hat jemand anders gemacht. Gut. Also es ist auf jeden Fall ziemlich aufregend. Auch wenn es nicht so aussieht, aber wenn man bedenkt, wie ich beschossen wurde. Und dass ich eigentlich außer 17 Treffer nichts hinbekommen habe, ist das bisher kein gutes Ergebnis. Aber ich muss ja zusehen, dass ich durchhalte. Und Königsberg ist richtig blöd dran. Und der Typ nervt mich. Der Typ nervt mich. Aber okay. Und Chiefs Gartenstuhl ist auch noch da. Und tschüss nü. Just Swiss nu? Oder wie soll das sein?
So, jetzt bin ich natürlich, ich bin immer noch gierig. Maschinenboost aktiviert. Nein! Fuck off. Ich wurde schon beschossen. Ich sollte mich verpissen. Ganz zwiebellässig. Zu sehen, dass ich durchkomme. Das wird knapp. Das wird knapp. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, was mich zwischen Tod und Leben trennt, ist ja eigentlich hoffentlich nicht der hier. Bewegt er sich nicht, oder? Und out of range. Das sind doch die letzten Dorten. Wie man sieht, ich habe keinen Torpedo-Kill hinbekommen. Aber ich werde noch eine Runde fahren und mal gucken, ob es dann klappt. Ist auch richtig blöd für mich hier. Muss man Brand entfachen hier oder irgendwas? Und wir sind ja auch nur noch zu dritt und das ist natürlich dann fatal. Das ist richtig beschissen. Bei dem mit einer Reichweite von 4 Kilometern musst du dem ja direkt ins Gesicht fahren. Na, das ist clever. Und da haben wir auch noch Mr. Gartenstuhl. Maschinenboost deaktiviert. Das Problem ist, bis ich um die Insel gefahren bin, ist hier St. Nimmerleinstag. Und wir haben ja noch den gegnerischen Flugzeugträger, der wo immer er rumkraucht, jedenfalls irgendwo rumkraucht. Puh. Offensichtlich will dieses scheiß Flugzeug. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Solange ich in dieser Reichweite bin, von diesem Flugzeug, wird erstmal gar nichts gehen. Captura, was auch immer ihr meint. Hey, Moment, ich kann hier durchfahren. Das Flugzeug ist immer noch über mir, das ist natürlich scheiße für mich. Wenn das Bombenflugzeug kommt, dann ist Feierabend hier. Gefecht endet in 5 Minuten. Die Frage ist, von wo will ich angreifen? Da müsste ich eigentlich mal um die Insel fahren. Echt nicht einfach. Okay, jetzt wird's knifflig. Ich werde versenkt. Bin mir ziemlich sicher. Feueralarm! Echt jetzt? Ich meine, geht's im Verkack nochmal noch knapper? Stupid! Was soll das Torpedo sein? Oder was schreibt der da? Was schreibt jetzt der Typ da? Und ja, warum nicht auch Torpedos? Klar. Ich versuche jetzt mal einfach zu cappen, warum auch nicht.
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist eigentlich dieser verkackte Schlachtschiff? Muss ja auch noch oben rumgucken hier. Ich sehe es. Ne, das ist er nicht. Hab ich mich verguckt. Wir die ganze Zeit mit der. Oh shit! Und das war's. Der mit Sicherheit in den letzten Minuten nicht geschossen hat. Egal, ich hau sie jetzt raus. Leider hat es nicht geklappt, schade. Ist mir eigentlich auch egal. Ich meine, ich weiß, ich werde das hier nicht schaffen. Ich hätte cappen können und alles, aber ich mach's nicht. Bup. Und weg. Dann bleib ich bis zur nächsten Runde. So, und jetzt auch hier wieder die leidliche Frage, wohin? Wohin begebe ich mich? Wo begeben sich die anderen? Ich werde tatsächlich wohl hier lang fahren. Wo hinter den Inseln erstmal. Zu sehen, dass ich am Leben bleibe. Vorsichtig spotten und dann gleich wieder abhauen. Die Schlacht beginnt. Die auch viel Glück. Na gut, hier lang zu fahren, das machen ja viele. Im Prinzip ist es fast schon schlauer, wenn man eigentlich den direkten Weg nimmt, weil viele, gehe ich mal davon ausgehen, dass man dort nicht lang fährt. Und ich muss sehen, dass ich genug Platz habe, um zu drehen. So, flack erstmal aus, da ich mich nicht gleich selbst enttarnen will hier. Obwohl automatisch auf gegnerische Flugzeuge geschossen wird. Was haben wir für Flugzeugträger in Pennis und Bo? Okay. Gut, ich muss natürlich jetzt aufpassen, gerade hier zwischen den Mini-Inseln und so, dass nicht ein anderer Zerstörer auftaucht. Das wäre richtig blöd. Manchmal denke ich, ich spiele so sonderlich schlau, ich habe voll die Ideen und dann puff, kommt einfach, ich werde einfach zerschossen. Einfach so. Und man fragt sich so, wie konnte das passieren? Aber es passiert. Ich sehe schon Flugzeugträger. Oh ja. Blöde ist, jetzt bin ich auch gedeckt. Hab zwar auch aufgedeckt, aber kann ich jetzt nicht allzu viel machen. Gut, im Moment ist nur einer hier unterwegs und da hinten noch ein anderer, aber da habe ich nicht viel von. Gut, ich werde auch beschossen. Ich denke mal, ich muss Gas geben. Maschinenboost aktiviert. Wahrscheinlich sollte ich eigentlich am besten überhaupt nicht hier sein. Ich denke nicht, dass ich rankommen werde. Das Problem ist halt, dass da noch ein gegnerischer Zerstörer ist. Jetzt sehe ich ihn. So, jetzt habe ich eigentlich meinen Maschinenboost komplett verballert. Für nichts. Okay, aber ich will diese Chance nutzen. Schnell,
Schnell, schnell, schnell, schnell! Oh, fahr da nicht rein! Bitte fahr nicht rein! Nein! Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Der ist schon weg, wieso ist der schon weg? Ja, ich hab's nicht mit den Torpedos so irgendwie. Keine Ahnung, woran es liegt, aber es ist so. Jetzt bin ich auch blöderweise erstmal aufgedeckt. Ich muss irgendwie an das Schlachtschiff ran. Tut mir natürlich leid, dass ich den Kollegen da getroffen habe. Das war nicht so geplant. Das war echt zu knapp. Aber so hat ja auch Kaiser Franz hier einen Teamkill bekommen. Hier zu bleiben ist total beknackt. Ich muss weg hier. Ganz soft. Maschinenboost deaktiviert. Ja, 130 Millionen machen hier eigentlich überhaupt nicht viel Schaden. Das ist natürlich lächerlich, aber einen kleinen Brand halt verursacht. Also da ist reinzufahren, ist einfach total dumm, weil man kommt dann nicht mehr lebend raus. Das ist einfach logisch. Der hin, der guckt wohl nach oben. Yep. Da haben sie mich gesehen. Die anderen sind mir eigentlich auch zu nah. Ich würde nicht rankommen. Ich weiß, dass ich hier bin. Fordere Feuerunterstützung an. Würde ich auch gerne anfordern. Eigentlich bin ich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt. Ich will wissen, wo... Oh. Der gegnerische Flugzeugträger ist. Das würde mir helfen. Die hängen da alle hinter der Insel. Ach, was gäbe ich für eine Reichweite von 7 bis 9 Kilometern. Aber gut, da sind auch noch welche und da nicht so viele sind, ist nicht das Abgrasen ein bisschen einfacher. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber im Prinzip ist es ja Abgrasen. Ich meine, was muss ich hier machen? Genau das, Abgrasen. Die Frage ist, wo fahre ich lang? Ich könnte frontal auf ihn zufahren. Und dann ihn einfach hier abfangen. Das wird dann einfach nur ein gelackter Kill. Aber hilft ja nichts. Was soll ich machen? Ist er weg? Nee. Der kommt schon noch wieder. Ich würde mich ablenken lassen hier. Hier wird ja wohl auch nicht gleich Torpedos hier rausknallen, oder? Hallo? Schneller gehen wir. Glück gehabt, Glück gehabt. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Puh, ich bin davon gekommen. Oh, was haben wir da oben? Oh, was haben wir da oben? Hallo Flugzeugträger. Hallo.
Nein, 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 nein. Kurwa. Holy. Holy shit. Maschinenboost aktiviert. Lebewand gelegt. Feueralarm. Okay, ich werde ihn einfach beschießen jetzt. Das ist natürlich nicht gerade clever, aber. Ich will einfach, dass er verreckt. Letzten Endes habe ich dann wieder keine Kills mit Torpedos gemacht, aber Hauptsache dieses Mistvieh ist weg. Hätte auf mich zu. Das wäre natürlich optimal. Ich muss zusehen, dass ich ihn irgendwie umkreise. Dadurch, dass ihn jetzt aufgedeckt hat, ja, jetzt kommen natürlich die arschgeiernden Kollegen, aber ist okay. Das ist Teamwork hier, ne? Auf jeden Fall näher ran. Und zwar auf Minimum, sagen wir 3,5. Am besten von der Seite. Und dann sollte das vielleicht jetzt geschehen. Wir sind bei 3, könnte tatsächlich nochmal ein paar Torpedo-Treffer werden hier. Also ich habe einen Torpedotreffer, das ist besser als kein Torpedotreffer. So, er ist weg, ich muss reparieren. Ich mach die Flak einfach an, ist mir scheißegal jetzt. Problem gelöst. Wenn, ich will weiter cappen hier. Ehrlich gesagt will ich cappen. Gut, immerhin ein Torpedotreffer, wenn man weiß, dass ich nicht so ein scheiß Torpedoass bin. Nein, 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 Kurva! Und ich werde ihn mir reparieren können. Mein Fehler, ich hätte einfach verlangsamen sollen. Und jetzt werde ich hier halt dahin raffen, dahin siechen. Somit hat er noch seinen Kill am Ende bekommen. Ist noch einer unterwegs. Lohnt sich nicht mehr, ich werde die eh verenden. Scheiße, ich müsste 18 Sekunden noch. 16, 15, ich werde das leider nicht mehr schaffen. Verdammte Scheiße. Oh, buh. Da racht's mich dahin. Und da war schon einer auf dem Weg. Aber ich habe ein paar Punkte von meinem Team geholt, immerhin. Ob das was wird, weiß ich nicht. Und inwiefern, weiß ich auch nicht. Und ich muss einfach mehr üben. Ich meine, ich habe wirklich gute Matches mit Zerstörern gehabt, aber das waren keine russischen. Mit russischen hatte ich eigentlich nie wirklich gute Matches. Okay, ich habe zwei versenkt, aber ich habe sie einfach nur alle abgeschossen. Ne? Gut, klar, ein Torpedotreffer hat ein bisschen geholfen, aber trotz allem habe ich sie, wie gesagt, nur abgeschossen und ja, was soll ich dazu sagen? Trotzdem, danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken und ja, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und zwar super, super, super und ihr seid knuppige Typen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.